Hallo, ich habe ein Anwendungsbeispiel für euch für eine Schiffstour, wie man wunderbar eine Gerade darstellen kann und auch wunderbar verstehen kann. Okay, das heißt eine Geradengleichung. Das heißt, wir brauchen ja auf jeden Fall zwei Punkte. Nehmen wir mal zum Beispiel hier diese beiden Punkte. Dann haben wir immer eine Gerade dargestellt. Das heißt, wir brauchen immer einen Startvektor und wir brauchen immer einen Richtungsvektor, der die Richtung der Gerade beschreibt. Und das sind genau die beiden Vektoren, die jetzt entsprechend in der Geradengleichung auch genannt werden. Hier ist einmal der Startvektor und hier ist einmal der Richtungsvektor. Damit können wir also die Gerade eindeutig bestimmen und wir können jeden Punkt auf der Geraden darstellen, indem wir entsprechend hier dieses t, diese Zahl, beliebig ändern. Und das versteht man an diesem Schiffsbeispiel jetzt richtig klasse. Also sagen wir, ein Schiff ist um 0 Uhr am Punkt S0123. Dann können wir hier einmal schauen. Ich habe den schon mal eingezeichnet. 1 in X-Richtung, 1, 2 in Y-Richtung und 1, 2, 3 in Z-Richtung. Also ist genau hier der Punkt S0. Um 0 Uhr ist das Schiff da. Das heißt, das ist unser Startvektor oder Stützvektor, sagen auch viele. Und der hat jetzt die Koordinaten 1, 2, 3 als Ortsvektor. Und entsprechend ist das dann hier dieser Ortsvektor. OS0. Um 1 Uhr ist das Schiff bei S1, 1, 4, 3. Ich habe also den Punkt auch schon mal eingezeichnet. Wir gehen das jetzt aber noch mal längs. Ein nach auf der X-Achse, 1, 2, 3, 4 auf der Y-Achse und 1, 2, 3 auf der Z-Achse. Dann landen wir hier um 1 Uhr, hat das Schiff also dann diese Position. Damit haben wir einen Richtungsvektor von S0 zu S1 und den nennt man S0, S1. Das ist hier so ein Verbindungsvektor und den können wir berechnen, indem wir S1 minus S0 rechnen. Das heißt, für unseren Verbindungsvektor entsteht dann also 1 minus 1, 0, 4 minus 2, 2 und 3 minus 3, 0. Das wäre jetzt unser Schiffsroutenvektor, auf dem diese Schiffsroute jetzt längs fährt. Und das wäre eben der Richtungsvektor der Geraden und der hat die Koordinaten 0, 2, 0. Die Gerade können wir jetzt entsprechend einzeichnen, sodass die dann ungefähr hier liegt. Das ist also jetzt unsere Gerade G. Das heißt, diese Schiffsroute, die können wir jetzt mit Hilfe einer Geradengleichung beschreiben. Und diese Geradengleichung heißt jetzt eben, wir können jeden beliebigen Punkt auf der Geraden bestimmen, mit Hilfe des Ortsvektors. Nehmen wir zum Beispiel mal diesen Punkt hier. Das wäre x2. Und den Ortsvektor zu x2, das wäre dieser hier. Und den können wir jetzt bestimmen, indem wir jetzt eben Vektor OS0 plus einmal zweimal unseren Richtungsvektor laufen. Dann landen wir entsprechend bei diesem Punkt. Nehmen wir einen Punkt hier weiter hinten, zum Beispiel x3, dann wäre das hier der Ortsvektor und den können wir bestimmen mit Hilfe der Geradengleichung OS0 plus einmal, zweimal, dreimal den Ortsvektor. Und dann können wir also diesen Punkt bestimmen. Das heißt, die Route ist also genau diese hier, und zwar ist das genau die Geradengleichung. Da können wir jetzt einfach die Zahlen einsetzen. Das heißt, unsere Route verläuft also jetzt Vektor 1, 2, 3 plus t mal t muss immer allgemein bleiben, weil das ja immer genau für jeden Punkt entsprechend dann ausgerechnet werden soll. Und unser Richtungsvektor ist 0, 2, 0. Und damit ist unsere Geradengleichung fertig.
Jetzt können wir ganz leicht Fragen beantworten, zum Beispiel, wo befindet sich das Schiff, wenn es seinen Kurs natürlich nicht ändert, um 2 Uhr. Dann wissen wir natürlich, in einer Stunde schafft das Schiff genau diese Route, also schafft es wieder in einer Stunde genau diese Route und wir landen hier bei unserem Punkt X2, so wie wir das gerade eben auch gesagt haben, also um 2 Uhr. Nennen wir das jetzt entsprechend auch wirklich mal X2. Dann können wir also jetzt berechnen, OX2, in der Vektorrechnung berechnet man ja immer die Ortsvektoren, wenn man einen Punkt ausrechnen möchte. Und den können wir jetzt also ausrechnen, indem wir 1, 2, 3 plus, und das ist jetzt das Besondere, 2 mal den Richtungsvektor gehen mit 0, 2, 0. Also wissen wir, es ist 1 plus 2 mal 0 ist 1, 1 plus 2 plus 2 mal 2 sind 6 und 3 plus 2 mal 0 sind 3. Also ist unser Punkt X2 hat die Koordinaten 1, 6, 3 und liegt auf jeden Fall auf unserer Geraden und damit auf der Schiffsroute. Ist das also nun ein bestimmter Punkt, wo das Schiff entlang fährt. Und zwar genau um 2 Uhr. Nächste Frage. Wo befindet sich das Schiff, wenn es seinen Kurs nicht ändert? Um 10 Uhr. Und ihr seht schon, das können wir hier gar nicht einzeichnen. Das wäre ja X2, X3, X4, X10 können wir gar nicht einzeichnen. Im Dreidimensional kann man das Einzeichnen sowieso nicht ablesen. Also ist es super praktisch, wenn wir jetzt eine Geradengleichung haben, mit der wir das einfach ausrechnen können. Das heißt, das ist der Punkt X10 mit dem entsprechenden Ortsvektor dazu. Den berechnen wir also, indem wir einfach die 10 in die Geradengleichung einsetzen. Und dann können wir entsprechend ausrechnen. Also sind wir 1 plus 10 mal 0 ist 1. 2 plus 10 mal 2 sind 22 und 3 plus 10 mal 0 sind 3. Also ist unser Punkt X10 hat die Koordinaten 1, 22, 3. Genau. Jetzt ist das Schiff vielleicht ja auch nicht bei S0 gestartet um 0 Uhr, sondern ist natürlich vielleicht schon vorher gefahren. Deswegen muss das jetzt hier auch gar nicht der Startvektor sein, sondern man sagt eben auch ganz oft dazu, das ist der Stützvektor. Und wir können also jetzt sogar fragen, wo war das Schiff um 23 Uhr? Was bedeutet denn 23 Uhr in Bezug auf 0 Uhr? Das bedeutet einfach eine Stunde vorher. Was machen wir denn jetzt mit unserem T? Das heißt, der Richtungsvektor geht ja normalerweise immer in diese Richtung, haben wir gesagt. Dann ist das T immer positiv. Und wenn wir jetzt in diese Richtung laufen, mit diesem Richtungsvektor, dann müssen wir einfach für T jetzt minus 1 nehmen, weil es ja eine Stunde vor Mitternacht war. Und den Punkt können wir auch entsprechend ganz schnell wieder ausrechnen. Das heißt, das ist eben Ox minus 1, also der Vektor. Der Ortsvektor zum Punkt x minus 1 wäre jetzt also 1, 2, 3. Einfach minus 1 in die Geradengleichung einsetzen und dann kann man das ausrechnen. Also ist es jetzt 1, 0 und 3. Damit war das Schiff um 23 Uhr an dem Punkt 1, 0, 3. Und ihr seht schon, egal ob man Boote, Schiffe, U-Boote, Minentaucher, Flugzeuge, egal was man verwendet, alle diese Gefährte fahren oder fliegen natürlich auf einer Geraden. Und so, wenn die Richtung nicht geändert wird. Und so kann man also mit Hilfe einer Geradengleichung ganz toll entsprechende Flugrouten oder Schiffsrouten beschreiben. Und dann auch entsprechende Fragen mithilfe der Vektoren dann beantworten. Ziemlich genial auf jeden Fall.
Okay, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß.